Ja, hallo ihr Lieben, mal wieder ein neues Video. Ich wollte mal wieder was sagen. Nee, nicht mal wieder, habe ich glaube nichts zu gesagt zu diesen ganzen Gender-Begriffen. Ich finde das echt schwierig. Ich habe mir jetzt mal einen rausgesucht. Gender-Fluide, wenn wir heute mal drüber reden. Aber vorab wollte ich noch sagen, wir planen jetzt wieder Bootcamps in Hamburg, Berlin und Murnau. In der Nähe von München und die werden bestimmt, könnte ich mir vorstellen, schnell voll werden. Ich packe auch nochmal einen Code hier unten drunter, so, und wir machen so einen Startcode für die Bootcamps, weil die wieder losgehen, 50 Euro Rabatt, und packe ich in die Videobeschreibung, und genau, vielleicht ist das ja was für euch und die Termine natürlich auch. So, Genderfluid, lese ich mal vor. Also, jetzt aus so einem Lexikon hier, bei genderfluiden Persönlichkeiten ändert sich die Geschlechtsidentität über einen Zeitraum oder auf bestimmte Situationen. Das Geschlecht kann aber zwischen allen möglichen Geschlechtern wechseln, zum Beispiel von männlich zu weiblich, aber auch von weiblich zu non-binary. Ja, und dann noch Unterschiede zu Gender Queen und naja, also kann man alles machen, was ich immer wieder ein Riesenproblem mit habe, dass dadurch, dass Leute so aus meiner Ansicht nach, manche Leute, sage ich mal, aus Modegründen oder weil es gerade hip ist oder woke oder cool, irgendwie so spielen mit so, mit ihrer Geschlechtsidentität, können sie auch machen, werden sie natürlich gleichzeitig in aller Regel ganz klar männlich oder ein weibliches biologisches Geschlecht haben. Okay, aber kann man alles machen, im Kopf passiert ja auch total viel, aber was mich daran immer so stört, für mich ist das so eine, ich finde eine, ich will jetzt nicht sagen Verhöhnung, aber für die Leute, die wirklich da ein Problem mit haben, ne, die transsexuell sind, die sich wirklich seit ihrer Kindheit im falschen Körper fühlen, für die das nicht nur irgendwie eine Mode ist oder so, die sich umoperieren lassen müssen, die Hormone nehmen müssen, damit sie sich überhaupt wohlfühlen in ihrem Leben und die daraus keinen riesen Ding machen. Also ich frage mich immer, ob die sich durch sowas verarscht fühlen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das ist immer, und vor allen Dingen, was heißt das denn? Natürlich kann ich mich, das sage ich ja auch den ganzen Tag, natürlich kann ich morgens zur Arbeit gehen, kann in meine männliche Polarität gehen als Frau, ziehe da knallhart meinen Vorstandsvorsitzende durch oder habe einen super coolen Job oder baue Marsraketen und gehe abends nach Hause in meine Beziehung und gehe meine weibliche Polarität. Ich kann das jeden Tag 1000 Mal wechseln, muss man dafür jetzt einen fucking Begriff finden, dass ich da sowas ganz Besonderes bin. Und das nervt mich immer so an diesen ganzen Sachen, mit diesen ganzen Begriffen, wenn die so leichtfertig benutzt werden, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Egal. Also wird ja schon diese ganzen Zuschreibungen, ich bin so und so, ich bin so und so, und wo ich das Gefühl habe, ey, das ist eigentlich, ist da ganz viel Ego drin. Es geht gar nicht darum, dass man wirklich sich mit sich selbst auseinandersetzt, oder man hat irgendwie wirklich ein Problem mit irgendwas und arbeitet da an seinem Kämmerchen dran. Nein, es muss nach außen getragen werden. Und das ist letztlich eine Ego-Geschichte, weil es so, ich bin sowas super speziell Besonderes. Und kann man natürlich machen. Ich meine, wir werden das Ego nicht so schnell loswerden, aber vielleicht auch doch, ich weiß nicht. Aber ich finde es irgendwie problematisch. Und ich finde also all diese Bestrebungen, was wir natürlich alle machen irgendwo, ne? So, ich bin was ganz Besonderes, ich bin super special, füttert das Ego und füttert damit natürlich im letzten Endes auch 3D-Geschichten und viele andere Sachen. Nicht direkt, aber um viele Ecken sehen wir ja, wo uns das Ego hingeführt hat, so, ne? Und aber okay, Gott, wem das was hilft, aber mein Gott, für mich ist das Normalste von der Welt, dass ich jeden Tag überlegen kann, welchen Energien ich spielen möchte. Muss ich dafür einen Begriff haben irgendwie? Muss ich dafür, also ich weiß es nicht, aber vielleicht muss man das heutzutage. Aber wie gesagt, für mich ist das, habe ich das nochmal ein bisschen mit beschäftigt, so in letzter Zeit. Also für Leute, die wirklich transsexuell sind, ich weiß nicht, ich würde mich an deren Stelle echt ein bisschen verarscht fühlen, weiß ich nicht. Aber egal, kann man natürlich trotzdem alles machen, die Welt ist bunt und whatever, wollte ich einfach mal
sagen. Meine Arbeit findest du auf liebeschiff.de. Viele Kurse rund um die Liebe und ist vielleicht altmodisch, aber ich bin ein großer Verfechter der Polarität, was übrigens auch kein biologisches Konzept ist. Es ist einfach ein Konzept von Energien. Eigentlich ist es sogar komplett genderkompatibel und aber möchte eben nicht zudecken, dass weiblich und männlich beliebig ist. Das sind Energien, die es überall gibt im Universum. Und ja, aus diesem Spiel der Unterschiedlichkeit entsteht unser ganzes Leben. Also um jetzt immer daher zu gehen, das ist nichts wert, diese Unterschiedlichkeit, finde ich völlig falsch. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.